Mann, 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 das geht als Mods-Rennen in die Geschichte von McRive Gaming ein. Ein herzliches Willkommen zurück in der Singleplayer-Kampagne von Drive Club auf der PlayStation 4 und das fleißige Bienchen McRive hat genügend goldene Sterne gesammelt, um die nächsten Rennen im höchsten Schwierigkeitsgrad Legend freizuschalten und dort steigen wir auch direkt ein und zwar in den Norwegian Lightweight Series. Here we go! 6 goldene Sternchen warten auf uns für diverse Top 3 Platzierungen und Bestzeiten. Ach ja, das ist relativ human. Witzigerweise muss ich hier nicht einmal irgendein Rennen gewinnen, es reicht eine Top 3 Platzierung. Ah genau, und der Caterham SP 300R, den hatte ich schon mal, fand ich echt kacke. Den KTM X-Bow R, das ist ja eigentlich ein Motorradhersteller, sehr lustige Karre, bin ich nicht sicher, ob ich den schon mal gefahren habe, aber welchen auf keinen Fall bisher gefahren habe, ist der Ariel Atom 500 V8 und das machen wir jetzt auch. Ein Möchtegern Schrägstrich Mini Formel 1 Wagen und der lässt sich auch nur in der Werkslackierung schwarz-rot fahren. Ja. Da war wohl leider kein Praktikant übrig, der da mal hätte die Shader drauflegen können. Soll uns egal sein. Mit oder ohne Clublackierung fahren wir kein Stück besser. So. Ist ja ein witziges Teil, ey. Ist ja wie Go-Kart fahren. Nur deutlich schneller, ne? Alter Falter, geht das Ding ab. Ja klar, Lightweight. Die Dinger brauchen gar nicht so viel PS. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt tatsächlich haben. Aber die Dinger gehen halt ab mit Spitzkatze, weil die wiegen ja nichts. So, aber das klassische Problem bei diesen Leichtfahrzeugen ist halt dafür, sie sind aber auch halt auch relativ instabil, ne? Es ist halt kein Panzer, mit dem man durch die Gegend... Hier, siehst du... Scheiße, scheiße! Ah, auf die Strecke zurückgesetzt. Also die Funktion, die habe ich ja schon lange nicht mehr gebraucht. Oh Mann, und da sag ich noch, ach, Top 3 Platzierung, da ist das Spiel ja gnädig mit mir. Alter, guck dir die Karre an. Ich kann die nicht beherrschen. Boah, da kannst echt nur mit Halbgas durch die Kurve fahren. Das Ding ist sofort weg. Oh, ist das böse. Du kannst im Endeffekt eigentlich, nur Gas geben. Hier, ich habe jetzt noch nicht mal Gas gegeben. Das Auto ist mir jetzt einfach so der Arsch weggerutscht. Du kannst grundsätzlich nur Gas geben, wenn du wirklich kerzengerade stehst. Ja, ich tue noch nicht mal Gas geben, es ist bloß ein bisschen zu stark gelenkt, also, boah, was ist hier, ich bin völlig durch den Wind hier, ich eier hier ohne Witz mit Abstand auf dem letzten Platz rum und muss mich dann wohl wieder irgendwann in die älteren, leichteren Rennen zurückwagen, weil ich wieder nicht in der Lage bin, im letzten Schwierigkeitsgrad genügend goldene Sterne zu sammeln, verdammt nochmal, um das Finale freizuschalten. Oh, das ist die Karre eine Katastrophe. Da kann mir doch keiner erzählen, dass da jemand Spaß hat, mit dem Ding hier durch die Gegend zu fahren. Ja, es mag Leute geben, die das als Herausforderung sehen. Da gehöre ich definitiv nicht dazu. Auch zum Driften das Auto nicht... Hier, zack, eine kleine Bewegung zu viel und das Auto steht quer. Du hast keine Chance mehr, es abzufangen. Hui, naja. Der Gummiband ist gnädig, Effekt. Ja, so ähnlich. Der Gummiband ist gnädig Effekt. Nein, der Gummiband-Effekt ist natürlich gnädig. Und hat mich hier tatsächlich sehr fair wieder ans Rennfeld herangeführt. Und wir haben tatsächlich auch erst die zweite von 4 Runden. Aber ganz ehrlich, ich tue mir so bullenschwer mit der Kiste hier, dass ich überhaupt froh bin, wenn ich mit Sicht auf das Feld dieses Rennen beenden kann. Ja gut, schau mal an, der Gummiband-Effekt ist hier schon echt böse. Ne? Schaut mal, wie die hier in Reihe und Glied wirklich aufeinander fahren. Keiner überholt den anderen. Da hat das Spiel ja regelrecht Mitleid mit mir. Ja, die Kurve, da haut es mich jedes Mal raus. Wenn die ein bisschen zu steil ist, die Kurve, und ich ein bisschen zu stark einlenke, habe ich schon verkackt. Oh, jetzt lass mich doch mal in Frieden. Du siehst doch, ich komme hier kaum klar. Musst du mir dann das Leben noch zusätzlich schwer machen? Jetzt lass mich. Geh weg, lass mich. So, aber wie man sieht, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schritt für Schritt kommt man auch mit den miserabelsten Rahmenbedingungen besser klar. Irgendwann merkt man sich auch die bösen Kurven.
Die bösen, bösen Kurven. Hier. Jedes Mal, glaube ich, hat es mir hier schon den Arsch weggedrückt. Ja, es ist eine Katastrophe. Da eiert er hier auf dem 9. Platz rum und ist froh, dass er die Kiste irgendwie auf der Strecke halten kann. Oh nee, und das ist eine ganze Meisterschaft. Das sind 2 Rennen, ne? Oh, und ich wäre jetzt schon froh, wenn es vorbei wäre. Alter, Alter! Nein! Jetzt! Schreckliches Auto, schreckliches Auto, böses Auto! Ja, das ist so was Lustiges in der Touristenregion, irgendwie so eine Art Buggy, wo du dann ein bisschen... Ah, leck mich doch fett. Wo du ein bisschen am Strand rumfahren kannst, wollte ich gerade sagen. Also vor allem, ich verkacke das ja wirklich völlig, ne? Denn ich werde sowohl die Top-3-Platzierung nicht schaffen, als auch die Rundenzeit von 1,83. Beides bei meinen Fahrfähigkeiten völlig utopisch. Also es ist, als hätte mir jemand Seife auf die Reifen geschmiert. So viel Spaß macht es hier gerade. Dass ich das Feld überhaupt noch sehe, ist wirklich einzig und allein dem gnädigen Gummiband-Effekt geschuldet. Aber es bringt mir wirklich einen feuchten Furz, weil ich einfach nicht ansatzweise was in diesem Rennen reißen werde. Siehst du mal, 1,23 soll ich schaffen. Ich bin schon weit über 1,30. Weit über 10 Sekunden langsamer. So, ich muss jetzt einfach ein bisschen konzentrierter werden. Ich kann da vorne eh nichts mehr reißen. Also langsam konzentriert um die Kurve und nur Gas geben, wenn die Kiste wirklich gerade steht. Relativ einfaches Rezept. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. An der Umsetzung. Hier siehst du. Und dann trotzdem. Dann bist du so langsam und fährst da rum und die Kiste wackelt und bricht trotzdem aus. Und das ist jetzt echt hardcore. Ja, das ist die bescheuerste Stelle zum Überholen, die ich jetzt hier gewählt habe. Ich gebe es ja zu. Und natürlich viel zu schnell mit der Kiste in die Kurven. Alles, was wir gewonnen haben, haben wir schon wieder verloren. Nee. Das Thema, die Meisterschaft, die können wir einfach mal ganz getrost abhaken. Ich finde es immer bloß so erbärmlich, wenn ich mich so durch die Veranstaltungen klicke und sehe bei manchen Veranstaltungen, dass ich vielleicht gar keine, nicht mal einen goldenen Stern habe. Und ganz ehrlich, das läuft schwer darauf hinaus. Hier siehst du, ich kann die Kiste überhaupt nicht auf der Strecke halten. Ich meine, vielleicht konzentriere ich mich wirklich nicht genug. Mir läuft der Schweiß regelrecht ja, an sämtlichen Extremitäten runter. So wenigstens der Gletscher wird schön grün angeschert. Ich bin eher, ach weißt du was, versenkt die Kiste doch am besten im Gletschersee. Okay, ich habe somit endlich das mit Abstand schlimmste Auto in diesem Rennspiel für mich entdeckt. Zum Glück ist es vorbei, aber... Oh, und das bringt mich zum Weinen, leider erst zur Hälfte. Es ist erst das erste von 2 Rennen. Alter, habe ich das verkackt. Und das sind ja bei dieser Meisterschaft hier alles so Leichtbauwagen. Oh, und das ist doch gar nichts für mich. Ich brauche so einen Panzer, der auf der Strecke klebt und nicht so ein Spielzeugauto. Oh, ist das böse. Na gut. Wir geben auf keinen Fall frühzeitig auf. Das wird hier ruhmvoll und stilvoll, naja, wahrscheinlich eher stilvoll, aber weniger ruhmvoll durchgezogen. Veranstaltung starten, ne? Ich freue mich. So. Versuchen wir mal ein, zwei Plätze gut zu machen, auch wenn es mir nichts nutzt. Hier, ein bisschen, nur ein Funken zu schnell und du hast verloren. Obwohl es jetzt hier wirklich eine sehr gnädige und breite Rennstrecke ist. Vielleicht würde es sich auch tatsächlich mit einem präzisen Lenkrad ein bisschen besser steuern als mit dem Gamepad. Alter Falter. Ja, ja, die KI fährt dann natürlich voll Stoff durch die Schikane durch, ist mir klar. Und noch eine Geschwindigkeitsstrafe. Ihr könnt mich alle mal. So, den kleinen Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben, mal eben wieder gnadenlos verloren. Also es ist mir wirklich ein Rätsel, wie ich diese Karre einigermaßen vernünftig auf der Strecke halten soll. Ich möchte jetzt aber auch nicht das ganze Video übermotzen, wie scheiße ich diese Karre finde. Oh, ist die übel, ey. Ah, das ist nur was für Menschen mit Gefühl. Ah, nichts für mich. Oh nee, komm.
Hier, es ist einfach Wahnsinn, wie das Auto auf Lenkbewegungen reagiert. Entschuldigung! Und das Spiel will uns tatsächlich 4 volle Runden hier hindurch quälen. Ach, ich wäre ja total froh, wenn ich wenigstens einen einzigen der goldenen Sterne ergattern könnte, damit ich diese Meisterschaft einfach nie wieder in meinem Leben spielen muss. Aber wie es das echte Leben auch macht, schlägt mir das Spiel mitten in die Fresse und sagt, haha, nee, wer so schlecht ist, hat es nicht verdient, einen goldenen Stern zu bekommen. Und ich werde tatsächlich in dieser Meisterschaft, ich meine, ich will mich jetzt wirklich nicht selber schlecht reden, aber ich brauche mich nicht schlecht reden, denn das, was ihr auf dem Bildschirm seht, ist einfach schlecht. So. Also, das Thema ist... Oh Gott, wir sind erst in der 2. von 4 Runde. Oh, ist das übel. Oh, ist das übel. Ich bin ja froh, wenn ich die Kiste ins Ziel kriege, ohne dass sie explodiert. Naja. Am Ende gibt es wenigstens ein paar Kudos, hätte ich beinahe gesagt. Das war Project Gotham Racing, ne? War damals auch ein sehr cooler Arcade-Racer. Auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte, du verdammte Scheißkarre. Ich weiß, nicht mal alles auf die Technik schieben. Aber guckt euch das mal an, wie weit, jetzt mal ohne Witz, wie weit trotz Gummibandeffekt das Feld von mir weg ist. Ich bin sowas von gnadenlos überfordert. Ich frage mich eigentlich, wieso ich dieses Rennen überhaupt zu Ende fahre. Ja, nee, ich frage mich eigentlich nicht, weil das ist einfach meine Spielweise. Es ist vollkommen egal, ob offline und noch umso mehr online gegen menschliche Gegner. Ein Rennen oder ein Spiel, was begonnen wird, das wird auch abgeschlossen. Es übt ja auch. Und wie gesagt, selbst beim schlechtesten Rennen bekommt man ja hier zum Glück trotzdem Erfahrungspunkte, mit denen dann eben der Fahrerlevel steigt, neue Fahrzeuge freigeschaltet werden. So, hier muss ich einfach langsam durch. Ich krieg's einfach so hier. Also geht doch. Ist immer noch besser, als sich zu drehen, aus der Kurve zu fliegen. Hier, das ist echt der Knaller. Die Kiste ist der echte Knaller. Es gibt wohl kaum ein anderes Auto auf der Welt und vor allem diesem Spiel, was den Begriff Spielzeugauto mehr verdient hätte als die Kiste. Ah, mit der Kiste kannst du eigentlich nur geradeaus fahren. Mann, Mann, Mann. Das geht als Mods-Rennen in die Geschichte von McRive Gaming ein. Sicherlich nicht aufgrund der Fahrkünste. Und es ist immer noch die vorletzte Runde. Oh, ist das übel. Naja, dafür bricht ein bisschen die Sonne durch die Wolkendecke. Och, und das Spiel ist gnädig und ermöglicht mir tatsächlich noch einen kläglichen Blick auf das Fahrerfeld. Das ist aber wirklich sehr, sehr nett. Ja, siehst du mal, ich traue mich einfach schon gar nicht, selbst auf einer geraden Strecke mal ein bisschen zu lenken, weil ich dann denke, dass die Kiste eben gleich ausbricht. Aber man muss halt einfach noch mal ein bisschen, also was ist ein bisschen, deutlich feinfühliger an die Geschichte ran, als es mit den Supersportwagen ist, die ja teilweise auch, wahrscheinlich auch aufgrund der hohen Geschwindigkeit, eben so empfindlich sind. Aber du siehst ja hier, wenn du einfach ruhig fährst und die Kurve ein bisschen langsamer, hier, ich war ja langsam genug. Das Problem ist nur, ich habe zu stark gelenkt und es ist, bei manchen Fahrzeugen kriegst du eine Warnung. Da merkst du, oh, die Reifen quietschen, das Auto rutscht langsam weg. Aber bei dem ist die Grenze zwischen Stabilität und Instabilität nicht fließend, sondern abrupt. Von einer Sekunde auf die andere rutscht die Kiste weg und du hast keine Chance mehr, sie abzufangen. Was wiederum aber auch so ein Charakteristikum von kleinen, leichten Sportwagen ist. Da hatte ja der erste Audi TT, der auf dem Markt war, ja sehr große Probleme mit, bevor er seinen Heckspoiler verpasst bekommen hat, dass der dann einfach mal in der Kurve schwupp hinausgeflogen ist, ohne Vorwarnung. Ja, und da tut es mir auch fast ein bisschen leid, dass ich euch vor diesem Video nicht gewarnt habe. Mann, 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 wenn ihr es euch trotzdem angeguckt habt, dann ein riesengroßer Dank und ein virtueller Handkuss. Respekt. Ich glaube, ich hätte es nicht so lange durchgehalten, wenn ich es nicht selber gespielt hätte. Naja, zumindest habt ihr mal ein lustiges Auto gesehen. Und mich mal relativ viel motzen hören, das passiert jetzt auch nicht so viel. Und ich bin einfach nur froh, dass wir die Meisterschaft jetzt erst einmal rum haben. Das Problem ist, wir haben sie nicht geschafft. Wir haben keinen einzigen goldenen Stern. Also, dafür gibt es ein trotzdem schönes Auto, siehst du mal. Wahrscheinlich aus Mitleid, die Mercedes-Benz C63 AMG Coupé Black Series, meine Güte. Viel mehr Buchstaben haben sie da auch nicht reingekriegt.
Ja, nützt mir aber alles nichts, denn den werde ich in dieser Meisterschaft nicht fahren können. Gut. Somit erstmal vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Und ja, ich werde sowohl euch als auch mir jetzt erstmal eine Pause von diesem Event gönnen. Und zwar definitiv. Und ja, vielleicht auch nicht viel besser, sehen wir uns dann im nächsten Video im Pagani Drift. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Ich werde es auf jeden Fall sein. Naja, logisch, ne? Und wenn es euch dann trotzdem gefallen hat, ich freue mich immer über ein Däumchen nach oben und Kommentare unter den Videos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.